Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir gucken heute. Ja, die Maus ist wieder da, ne? Ich weiß. Wieso ist die eigentlich auf meinem Bildschirm so groß, aber bei euch so klein? Weil wenn ich jetzt hier auf die Null gehe, verdecke ich die komplette Null. Und da nicht. Das ist seltsam. Wir gucken mal, was für eine Quest wir machen. Ich hoffe, dass meine Aufnahmen in Ordnung sind. So, sammle Spezialdünger, Powergräber, konsultiere das Projektmanagement, Projektleiterterminal, persönliche Angelegenheiten, finde den nächsten Tagebucheintrag in welch. Ja gut, das werden wir eh nicht machen. Töte Gegner vor Ort. Keine Ahnung. Dann ja, machen wir Powergräber. Wir sind ja jetzt soweit, wieso soll ich jetzt hier rein? Gerade nicht. Ihr habt es gerade gesehen, ne? Die Quest hat mir gesagt, ich soll da rein. Und plötzlich tut sie es nicht. Hey, sie ist ja ganz seltsam. Ja. Habe ich nicht programmiert. Übrigens, dieses Bild habe ich zwischendurch geschossen. Einfach nur. Ich komme einfach in den Aufnahmen nicht dazu, Screenshots zu machen. Also nicht so eine Shots. Deswegen habe ich gerade, währenddessen wir ein Holoband angehört haben, einfach mal ein Foto geschossen. Das sollte ich öfters machen. Dass wenn ich sowieso nichts machen kann, als zu hören, weil wenn ich jetzt auf Gegner zulaufe und schieße, hört man sowieso nichts mehr von diesem Holoband. Einfach mal Fotos schießen, damit wir schöne Ladescreens haben. Von Orten, die wir besucht haben. So. Bist du 62, Junge? Der one-shottet mich doch. Er ist Michael Jackson-Klon. Habt ihr den Moonwalk gesehen? Kann er echt gut. Ich glaube, er hat mich gefunden. Ja, alles gut. Ich habe ihn nicht getroffen, ne? Der legt sich echt mit allem an. Nicht töten! Ja gut, der hat mich einmal getroffen. Bin ich halt tot. Ich meine, ich war vorher schon halb tot, aber. Bin jetzt krank. Aber ich müsste eigentlich noch ein Heilmittel am Start haben. Was haben wir denn für eine Krankheit abbekommen? Redwürmer, du erleidest 50% mehr Strahlungsschaden für 44 Minuten. Ach. Krankheitsresistenz minus 75%. Okay, das könnte es erklären. Naja. Aber ich denke mal, da sind wir doch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Bei Strahlung, ja, komm. Ich weiß auf Strahlung. Ziehe ich mir Red Arrays rein. Davon habe ich mehr als genug. Dafür muss ich kein Heilmittel verschwenden. Heilmittel ist ein bisschen seltener als Red Array. So. Gehen wir mal rein und holen uns die Baggerrüstung. Die wir höchstwahrscheinlich nicht tragen können. Und dann unser Versteck noch weiter auffüllen mit Schrott, den wir nicht tragen können. Das ist wunderschön. Das freut mich doch. Mal auf die Uhr gucken. Ich muss nämlich noch die Videos bearbeiten. Habt ihr bemerkt, dass ich kein Bolzen zurückbekommen habe? Guck mal. Der ist krank. Oh. Ich hatte ein schönes Sichtfeld, aber ich hatte keine Munition drin. Ja gut, schleichen wir uns vorbei. Hast du nicht gesehen? Okay, das hat nichts gebracht.
Da, schon wieder nicht. Oh! Jetzt weiß ich, auf was sie losgegangen sind. Ach, scheiße. Wieder ist noch mehr. Oh Gott, ich bin tot. Hä? Es lief nicht so gut. Ich meine, wäre es nur einer gewesen. Mit zwei. Ja, ihr seht schon, ich weiß nicht, warum die Ghule da sind. Das letzte Mal waren da nicht so krasse Ghule unterwegs. Das liegt bestimmt daran, dass ich die 25 überschritten habe. Das Problem ist, dir geht's gut, ja? Bis ich richtig gute Waffen bekomme, dauert das leider noch ein bisschen. Ja gut, die Krankheit hat mich jetzt schon ziemlich am Arsch. Gucken wir mal, dass wir zumindest den einen töten können. Der hat ja nicht mehr so viel Leben, den können wir one-shotten. Es ist noch so ein Ghoul, die kämpfen lassen sollen. Lassen wir den Ghoul mal Ghoul sein. Und lassen wir ihn mal seinen Job durchführen. So viel Schaden wie möglich raushauen. Er hat ihn getötet. Glückwunsch. Glückwunsch, hier ist deine Kugel im Kopf. So nett. Brauche ich beides nicht. Na toll, jetzt habe ich den Loot nicht mehr bekommen. Aber hier muss ja auch noch ein zweiter sein, oder? Fleischhaufen, Schraubenzieher, das könnte er sein. Zumindest sehe ich hier keinen weiteren Ghoul. Was ist dies? Registrierung fehlgeschlagen. Okay. Gut, das merken wir uns, dass wir dahin müssen. Wo ist der andere Ghoul? Egal. So. Bauplan für Baggermodul. Blaupausen für das Modul der Bagger-Power-Rüstung wurden auf externes Datenspeichergerät heruntergeladen. Okay, persönliche Aufzeichnungen. Es ist erst ein paar Wochen her, dass Vivian mich aus dem Forschungskorps der US Army geholt hat und ich mich gut in Garahan eingelebt habe. Garahan? Das sagt mir was. Fallout New Vegas? Eines ist sicher, die Arbeit in der Privatwirtschaft hat ihre Vorteile. Niemand schaut mir ständig über die Schulter, keine täglichen Berichte in dreifacher Ausfertigung, keine Abrechnung und jede einzelne Ausgabe. Solange ich Ergebnisse erziele, bin ich frei, das zu tun, was ich am besten kann. Die Komponententests für das X-17-Bagger-Projekt laufen schneller als geplant und das Team wird hoffentlich in wenigen Monaten einen Prototyp in Betrieb nehmen können. Wir haben Probleme mit der Robustheit des Bagger-Chasses. Die extreme Belastung der Armeinheit beim Bohren in den Felsboden führt zu Mikrorissen und Getriebeschäden. Bryce hat vorgeschlagen, als Alternative schwarzes Titan zu verwenden, das hier in der Region vorkommt und die erforderlichen Bruchfestigkeit bieten könnte. Deswegen, da, ich sollte irgendwas von den Gruben, hast du nicht gesehen, mitnehmen. Wegen dem schwarzen Titan. Mal gucken, wie viele haben. Das hier in der Region vorkommt und die erforderliche Bruchfestigkeit bieten zu können, um zu verhindern, dass die Armteile auseinandergerissen werden. Ich wünschte, wir hätten Zugang zum Erz gehabt.
als wir die T-45 entwarfen, aber ich glaube nicht, dass die... Was willst du von mir, Junge? Ich bin hier am Lesen. Und du grunzt mir ständig in meinen Satz rein. Wo ist er hin? Hast du gerade Leben dazu gewonnen? So. Und wir hier stehen geblieben? Ja. Als wir die T-45 entwarfen, aber ich glaube nicht, dass die Armee die Rechnung für den Veredelungsprozess bezahlen wollte. Sobald Vivian uns ihr Okay gibt, machen wir neue Formen und gießen die Teile. Wir sind seit 2 Monaten im Loch und haben nichts vorzuweisen. Vivian sitzt mir im Nacken und wir stoßen ständig auf irgendwelche Hindernisse. Nachdem wir alle Teile in schwarzen Titan gegossen hatten, wurde uns klar, dass das zusätzliche Gewicht des Anzugs einen stärkeren Reaktor erfordern würde. Wir sind mit dem umfunktionierenden T-45-Reaktor bereits weit über die Grenzen gegangen und haben nach wie vor mit Überhitzung und Stabilitätsproblemen zu kämpfen. Wir werden etwas anderes brauchen, um den Reaktor mehr Power zu geben. Ich habe vielleicht eine Lösung gefunden, aber ich zögere noch, meine Ergebnisse festzuhalten, bis ich sicher bin, dass die Garahans dem Plan zustimmen werden. Ach, Garahans ist keine Gegend, sondern ein Name. Okay. Graham. Daran hat es mich erinnert. Graham. Nach ein paar geschrotteten Reaktoren und einer beinahe Kernschmelze nehmen wir nun endlich Ultrazit für den Bagger. Ah, davon habe ich auch ein bisschen was. Sag mal, Katze. Musst du mich erschrecken? Kannst du dich einfach still da liegen und nichts machen? Geht das? Ich krieg noch einen Herzinfarkt wegen dem Typen. Vivian war nicht gerade begeistert von dem... Da an den Taschentücher. Jetzt fummelt er an den Taschentücher drum. Vivian war nicht gerade begeistert von dem 10-jährigen Engagement, das AMS für ihr patentiertes Erz gefordert hatte. Aber das Zeug liefert nun mal genau die Leistung und Strahlungssignatur, die wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch den Ultrazit-Reaktor in das Chassis einbauen und sehen, ob wir dieses Biest dazu bringen können, etwas Gestein zu bewegen. Der Tag der Wahrheit ist gekommen und ich bin verdammt nervös. Wir stellen heute den Bagger fast 3 Monate früher als geplant der Presse vor. Ihm ist langweilig. Ach ja. So. Nachdem AMS den Schleier über Wotaga gelüftet und Hornwright mit seinen Abbaubots eine Schippe draufgelegt hat, müssen wir die Einheiten schnellstmöglich einsatzbereit machen. Mein Team arbeitet seit fast einem Monat rund um die Uhr. Was mich betrifft, so habe ich mich fast ausschließlich von Kaffee, Zigaretten und alten Donuts ernährt. Wenn der Bagger auch nur annähernd unsere Erwartungen erfüllt, werden sowohl AMS als auch Hornwright ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Hoffen wir das Beste. Der dritte Bagger ist gerade vom Band gerollt und ich könnte nicht glücklicher sein. Die ersten beiden Einheiten sind seit fast einem Monat in Betrieb und wir hatten keinen einzigen ernsthaften Ausfall oder Wartungsbedarf. Jeder im Team will diese Anzüge benutzen. Bryce hat durchgehend einen der Bagger gesteuert. Er hat bereits Garahans Rekord für die maximale Abbaumenge pro Tag gebrochen. Vivian hat uns alle mit einer aufwendigen Werbekampagne überrascht, in der sie unsere Anzüge gegen die Abbaubots von Hornwright wie bei einem Boxkampf antreten lässt. Zu behaupten, dass dieses Projekt ein Erfolg war, ist eine Untertreibung. Es wäre vielleicht besser, Urlaub zu nehmen, bevor sich die Dinger hier weiter aufheizen. Okay. War nicht so gut. So. Wir haben einige Kampfflinten. So. Und Zielfernrohr. Ja, die brauche ich. Brauche ich ganz dringend hoch. Handspannrevolver. Wo haben wir den denn her? Irgendwo haben wir ihn gefunden, ne? Aber der gefällt mir. Leider haben wir keine Aufsätze dafür, weil das die einzige Waffe ist, die wir gefunden haben.
Jagdgewehr. Pumpgun. Kleidung. Ich frage mich, wieso diese Gegenstände überhaupt ein Design haben. Es sieht echt schon cool aus, aber ich meine, es bringt mir ja nichts, wenn man es eh nicht sieht. Krieg ich keine Mods dafür mehr? Seltsam. Naja. So. Ich brauche eine Chassis, ne? Oh, danke, der hat mich überrascht. Dumm, Sterik. Krieg ich irgendwo eine Chassis her? Au. Ja gut, zwei Raketenwerfer, wieso nicht? Eine in jeder Hand. Nehmen wir das mit. Ich glaube, ich sollte den Filter mitnehmen, oder? Ich weiß es nicht. Nehmen wir einfach mal alles mit. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Huch, was, Oder war das Anzugschrott? Ich weiß es nicht. Atemgerät nehmen wir sowieso mal mit. Ja, das ist jetzt kacke. Kann ich nichts machen. Und zu Hause habe ich keine. Ich wünschte, ich hätte zu Hause eine. Eine Station, wo ich das bauen könnte. Aber gut, wir haben ja die Baupläne. Wir müssen es ja nicht unbedingt hier bauen, oder? Oder ist dieses Ding hier? Baurüstungsstation? Nö, die gibt es überall. Ja gut. Dann verwerten wir hier direkt mal ein paar Sachen. Die Kampflinte, die Pumpgun. So. Bin ich ein bisschen blöd, dass es hier halt keine Chassis gibt, aber... Ich weiß, dass ich es falsch ausspreche, ist mir aber egal. Ja gut, dann hauen wir erstmal ab. Ich hoffe, dass hier keine... Was macht ihr am Boden? Wo ist der andere jetzt hin? Hä? Wo ist der hin? Im Boden, okay. Gut, dann gucken wir uns erstmal eine andere Quest an. Bis wir das Ding halt selber bauen können. Oder vielleicht werde ich kurz mal nach Hause gehen und gucken, ob ich das schon kann. In welch waren wir ja schon, ne? Ich erinnere mich. Das heißt, wir gehen da als nächstes hin. Wie komme ich jetzt hier raus? Wir werden früher oder später mit der Powerrüstung zurückkommen. Wir können sie uns sowieso noch nicht leisten. Wenn ich ehrlich bin. Wir haben bestimmt nicht die erforderlichen Ressourcen. Ach, Mr. Flauschig ist endlich weg. Nervige Katze. Eigentlich ist er ja nicht so nervig, aber heute, ei. Heute hat er irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht findet er es seltsam, dass ich schon so früh wach bin. Wobei, mittlerweile ist es auch fast 10. So, Judy. Ja, da. Dann gehen wir doch da direkt mal hin. Das als Glück in Flaschen verkaufte Daytripper verleiht dir einen vorübergehenden Bonus auf Charisma und Glück.
Ich weiß auch gar nicht, was diese Bonis überhaupt bringen auf Charisma und Glück. Ja gut, dann kann ich zeitweise mehr Karten drauf tun. Keine Ahnung. Also bei Stärke kann ich das ja noch verstehen, dass ich mehr tragen kann für eine gewisse Zeit. Und alles, aber jetzt... Charisma bringt doch eigentlich nichts. Och Mann. Wir müssen was trinken, ne? So, dann nochmal ein Red Away. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch noch einer. Ich habe ihn ganz genau gehört. Dich habe ich gesehen. Vorkriegsgeld und oh, ein Stealth-Boy, den keiner braucht. Unterhebelgewehr? Was zur Hölle ist ein Unterhebelgewehr? Das ist gar nicht schlecht. Achso. Ach, da bist du. Oh, das gefällt mir. Er ist nicht schlecht. Oh, nicht noch so ein Schlüssel. Was ist hier los? Oh Gott, die sind überall. Steht da irgendwas? Ja, die sind auch ein bisschen unterlevelt. Na ja, gut, der nicht mehr. Ja, 14 ist auch nicht gerade der krasse Schiss. Wo kommen die überhaupt jetzt alle her? Wieso brennt der Typ? Kommt da einfach so eine Fackel angelaufen. So, habt ihr es jetzt? Der lebt da immer noch. Oh, Stufenaufstieg. Gut, kümmern wir uns um unser Level ab. So, Stärke. Da gehe ich sehr gerne drauf. Auch wenn mir das irgendwie im Endeffekt nichts bringt. Zehn Tragekapazität. Ah, ich sollte irgendwie mal gucken, dass ich irgendwie mehr auf Angriff gehe, dass ich noch mehr Schaden mache, ne? Ganz Rüstung, ein paar Rüstung, ja, ja. Davon habe ich ja einen im Besitz sogar. Waffenschmied. Ja, komm. Wo ist jetzt mein Waffenschmied? Da. Oh, ich schon Stufe 4. Wieso stand da nur Stufe 1? Egal. Da, glücklicher Zufall. Das wurde die ganze Zeit geprockt. Warum auch immer. Ich muss auf jeden Fall dieses schwarze Metall suchen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich dafür aufheben sollte. Aber ich meine, die laufen ja hier überall rum, ne? Ist ja nicht so, als wären die irgendwie selten. Autsch. Guck mal, das ist eine Power-Rüstung. Wie komme ich an die Power-Rüstung ran? Na, ich glaube, die ist... Den Arsch. Das sind überall Power-Rüstung.
Hallo, Mr. Big Boss. Ich hab gehört, du willst besonders stark aufs Maul, ja? Hat mir deine Mutter erzählt. Stacheldraht, Gehstock-Mod. Oh, da sind wir schon bei 90 Schaden. Pumpgun. Gut, ich habe schon die 25er. Die behalten wir erstmal. Gucken, was wir da damit so anrichten können. Ach, da unten bist du jetzt mittlerweile. Überraschung. Stimmt, nehme ich mit. Das nehme ich mit. Nee, das kannst du behalten. Okay. Wo ist jetzt... Was haben wir jetzt den Schlüssel mitgenommen? Ja. Und wo ist denn dieser Schacht? Wo soll denn dieser Schacht sein? Egal. Wir machen erstmal diese Quest. Können wir immer noch gucken. Ach Mann. Wo bist du, mein Freund? Da ist irgendwo noch einer. Ich habe die Lebensbalken gesehen von ihm. Protestschild gegen Bots. Superkleber. Hallo, junge Frau. Du bist doch bestimmt eine dieser Mysteriendinger, ne? Weil so jung siehst du nämlich nicht mehr aus. Das ist genau da, wo wir hin müssen. Na gut, die prügeln sich höchstwahrscheinlich gerade mit den Grubengräbern. Whatever. Das war kein doppelter Schaden. Alter, jetzt... Ich sehe nicht mal, wo ich hinschieße wegen diesem scheiß Unsichtbarkeitsding. Wieso ist der gestorben? Ich weiß es nicht. Ach, Ghule. Oder Verbrannte. Whatever. Ich helfe den Verbrannten. Das sind nämlich gute Jungs. Wir wissen, wer hier die bösen Jungs sind. Ach, bleibt noch einer übrig, ja? Ist der gerade umgefallen? Nee. Einfach nur weggelaufen. Sah gerade ein bisschen seltsam aus. So, das nehmen wir natürlich mit. Da kriegen wir keinen Loot, weil wir den nicht getötet haben. Oh. Alle Gewehre muss ich immer mitnehmen. Ich muss hier alles verwerten, was wir finden. Nur so kommen wir voran. Okay. Aufseher-Logbuch. Kommen Sie mal her. So viel Grau. Überall. Eines Tages kann ich one-shotten. Bist du schon wieder? Da. Automatischer Alarm.
Oh. Gehen gleich wieder die Bomben hoch. Persönliches Aufsehertagebuch. Vault 76 wurde für die besten und klügsten Köpfe gebaut, aber nicht alle Vaults waren dafür bestimmt. Das Programm zur Erhaltung der Gesellschaft. Ich sollte davon gar nichts wissen, aber als ich es herausfand, Evan wollte, dass ich es der Presse erzähle, aber ich tat es nicht. Ja, Experimente an Vault-Bewohnern waren unethisch. Aber das Ziel, die am besten geeigneten Personen für die Neubevölkerung zu finden, Menschen in Extremsituationen zu verstehen. Was, wenn das unsere einzige Möglichkeit war, zu überleben? Wir können nicht jeden retten. Das hatten sie uns immer gesagt. Und ich dachte und denke immer noch, dass sie recht hatten. Vortec fand heraus, dass ich es wusste. Ich dachte, man würde mich feuern oder einsperren. Doch stattdessen vertrauten sie mir. Vault 76 sollte ein Kontrollvault sein. Kein Experiment. Ich war so erleichtert, aber sie sagten mir, dass ich Vault 101 zugewiesen werden würde. In Washington, D.C. Ich musste West Virginia und meine Familie verlassen. Das konnte ich nicht hinnehmen. Ganz gleich, was dafür nötig war. Es tut mir so leid, Evan. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich eine andere Entscheidung getroffen hätte. Gemeinsam in diesem Haus zu sterben, als die Bomben fielen. Ich habe nie aufgehört, an dich zu denken. Und ich gebe nicht auf, bis ich herausgefunden habe, was passiert ist. Wenn du nicht hier bist, gibt es nur einen Ort, an dem du sein kannst. Im Bergwerk. Vault 101 wurde sie zugewiesen. Ah, gute alte Zeit, Freunde. Gute alte Zeit. So. Verwerte Schrott, um Ressourcen herzustellen. 7600 haben wir es bereits geschafft. Protestschild. Na gut. So, das Jagdgewehr. Ja, komm. Gibt es kein Jagdgewehr auf 25? Du benutzt 45er Patronen. Das ist interessant. Ich meine, du machst ja auch nicht gerade wenig Schaden. Ich meine, bisher. Wenn ich es schaffe, den irgendwie zu modden. Du bist ja nur eine Rüstungswerkbank, ne? Ach, guten Tag, der Herr. Sie jetzt zu. Solange der Vorrat. So, ich habe nämlich Schrott für dich. Oder auch nicht. Ich dachte, ich hätte eine Milliarde Holz. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Truhe. Ja. So, Schrott. Wir haben nämlich ganz, ganz viel Holz am Start wieder. So. Stahlschrott. Nehme ich die Hälfte raus. So. Unbearbeiteter Stoff, nehme ich die Hälfte raus. Wo ist mein Holz? Holzreste, nehme ich die Hälfte raus. Davon kriege ich immer so viel. Das letzte habe ich alles wegwerfen müssen. Und jetzt verkaufe ich es einfach. Wenn Sie Vorräte einzutauschen haben, kann ich helfen. Ich kann's nicht verkaufen. Ah. Na gut, was hast du denn anzubieten? Vielleicht kaufe ich ja was. Ich hab 1200 Kronkorken. Auf den Punkt? Nicht schlecht. Bauplan Jagdgewehr. Achso, ist bekannt. Okay, gut. Ich wollte es gerade sagen. Könnte ich gebrauchen, aber ich hab's ja schon. 44er Magnum, 10 mm. Backsteinset, Baseballschläger. Munition und andere Vorräte sind hier verfügbar.
Den hier hätte ich immer noch gerne, aber dann hätte ich überhaupt gar kein Geld mehr. Unterhebelrepretierer. Wasseraufbereiter. Oh oh. Zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Okay, ich weiß nicht, wo du herkommst oder wer dir das da auch Munitionsautomat rangepackt hat, aber es ist nicht so cool. Der hier gibt's auch nicht viel. Aber der hat auch noch 200 Kronkorken. Was kann ich an dich verkaufen? Hier, die Splittergranaten kannst du alle haben. Molotov-Cocktail. Zerrissen ist gleich. Riesterjacke. Was habe ich hier noch für dich? Möchtest du ein bisschen davon haben? Ich habe noch... Na, Red Axe könnte ich noch gebrauchen, aber das Verdünnte kannst du haben. Die nötigen Vorräte in Ödland. Technische Daten. Na gut, leider kann ich mein Holz nicht verkaufen. Ich hätte es gerne gemacht. Ihr Stacheldrahtmord hier, bitteschön. Hier können Sie Ihre Vorräte auffüllen, Bürger. Ja, gut. Ist jetzt nur die Frage, will ich irgendwas haben? Will aber auch nicht zu viel Geld ausgeben. Maschinenpistole, Schalldämpfer. Ich bin zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Ich glaube, hier gibt es endlich nichts. Und ich habe gerade gesehen, wir haben ein bisschen zu viel Zeit drauf. Leute, ich habe es heute ein bisschen übertrieben. Tut mir leid. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Haut rein, euer Zero Schuss.